In diesem Experiment schauen wir uns die magnetische Kraft an zwischen einem Permanentmagneten und ein paar Pflaumen. Wenn man das draußen durchführt, dieses Experiment, und die Pflaumen auf den Stab hält, ist es schwierig, weil der Wind stark ist. Hier aber das drinnen durchgeführt. Der relativ starke Magnet wird an eine der beiden Pflaumen, die aufgehängt sind, gegengehalten und man sieht, dass die Pflaume sich bewegt, abgestoßen wird vom Magneten. Und die Bewegung kann zurück erfolgen, wenn wieder der Magnet in die andere Richtung gehalten wird. Also es besteht keine anziehende Kraft zwischen Magnet und Pflaume, sondern eine abstoßende Kraft. Das liegt vor allen Dingen an dem hohen Wassergehalt in der Pflaume. Wasser ist diamagnetisch. Hintergründe dazu im Kapitel 25 der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus.